Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und zwar auch direkt mit einem neuen Format. Und zwar, ich kommentiere die Rennwiederholungen aus Gran Turismo, bei denen ich mitgefahren bin und bei denen Freunde von mir mitgefahren sind. Und wir starten hier auch direkt mit Rennen 1. Das ist das KLG Langstrecken-Sprintrennen auf dem Nürburgring 24-Stunden-Kurs vom 5.12.2017. Da starten wir dann auch direkt erstmal in die Startaufstellung rein. Ja, und sie sind gestartet. Hank Castelli direkt vorneweg. Guter Start gehabt. Neo Grey Do Gamer sind da vorbeigezogen. Neo Grey jetzt dran vorbei. Hank Castelli auf der 2. Und kriegt da den Treffer. Ich habe gerade gar nicht sehen können, von wem er den Treffer gekriegt hat. Und er ist auf jeden Fall auf 8 und 10. 8 zurückgefallen. So, Dragonfire im Audi 8 LMS Ultra ist jetzt gerade auf der 1. Bei Porsche Aston Martin. V12 Vantage GT3. Danach Alex 0386, der sich gerade aufgedreht hat im BMW. Stoney Mahoney 420 im Lamborghini Huracan von Ducati Lamborghini Racing. Auf der 3 danach der Audianer im Mercedes AMG GT3 mit der Startnummer 24 von KLG Racing. Ja, soweit eigentlich allesamt ganz gut weggekommen, hatten in der Startphase jetzt gerade einen ganz kurzen Tumult gehabt, der das Feld auf jeden Fall ziemlich durcheinander geschmettert. Wir fahren 2 Runden auf der Nordschleife. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Der Porsche hängt da jetzt auf jeden Fall Dragonfire ziemlich am Arsch. Versucht da vorbeizugehen innen. Über den Curb drüber, über die Begrenzung, aber kommt trotzdem nicht vorbei mit seinem Aston Martin. Da gab es noch mit Dragonfire. Und jetzt gerade sind wir abgewiesen, und jetzt kommt da zum Spiel wieder raus auf die 3, jetzt zurückgefallen sind Stoney Mahoney und Hank Castelli. Castelli im Porsche hängt da jetzt ganz, ganz dicht. Kofferraum hing zumindest. Der Porsche jetzt Stoney Mahoney. Dran hängt am besten mal. Am besten mal. Und da gab es den Dreher von Dragonfire. Das kann mit ganz, ganz weit zurückgefahren. Jetzt sind wir als Achter. Außerhalb unseres Blickfeldes. Der Porsche kann jetzt auf jeden Fall seinen zweiten Platz sehr, sehr gut verteidigen. Sprungschanze im Flugplatz. Ah, da kommt er zu weit raus und titscht gegen die Leitplanke, verliert seinen zweiten Platz, fällt auf den 5. zurück hinter GTT Tommy im BMW und ja, Mercedes. Ach doch. Ah, da geht er doch nicht vorbei. Mercedes, der BMW. Räuber schon der Gamer im Anflug. Und da gab es den Rausdreher. Neo Grey ist mit Hank Porsche da rausgedreht. Schon Kingsfield hinter Neo Grey. Der wurde gebetet, der Tommy ist zugebildet. BMW-Pilot. Für KLG GTT. Darauf platziert er jetzt. Mit der Startnummer 15. Das älteste Fahrzeug im Feld. Castelli wieder im Bild jetzt. Porsche 911 GT3 RSR mit der Schattenmann 69. Fährt für KLG, also der schnellste Fahrer der KLG. Und hat eigentlich ein ziemlich untypisches Fahrzeug für diese Klasse. Es ist eigentlich kein GT3, sondern es ist ein GTI aus der Le Mans Series. Da kommt schön dicht an Stoney Mahoney dran. So, runter in Richtung Breitscheid. Jetzt erstmal Mist, und dann geht's runter Richtung Breitscheid. Da geht's runter Richtung Breitscheid.
Ja, der 911 RT3 RS-A901 ist ja nach Le Mans GTE entwickelt worden, ist damit eigentlich ein GTE. Von damit nach GTE, was morgen regeln hat vor allem. Nicht nach typischem GT3 mit Le Mans. Da ist man gerade ganz, ganz dicht in der Leiterkurve dran. Muss gerade ganz stark abbremsen, damit er nicht nach hinten drauf fährt. Aber schon wieder. Dann kommt der vorbei. Kommt sich auf jeden Fall jetzt erstmal im Windschatten vom Lambo an. Das ist eine knappe Kiste. Castelli versucht an Stoney Mahoney vorbeizukommen, aber da kommt der Angriff in der Mutkurve. Vor der Mutkurve, jetzt in der Mutkurve und Castelli ist vorbei. Stoney Mahoney. Porsche. Den 510 PS starken 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor. Der ja gerade ordentlich am Ruder kam vorbei. Karussell. Aus auf die Uhr gut beschleunigt. Auf jeden Fall schon einen Nachschuss vorgefressen. Aber wie gesagt, wir fahren zwei Runden hier auf der Nordschleife. GT3, das älteste Fahrzeug im Fahrerfeld. Ein bisschen Luft. Der Ebel und Co-Pilot. Don Mark. Der erste M6, den wir jetzt hier sehen. Und da gab es gerade fast die Drehung von ihm. Dieser Einschlag hinten. Gegen die Leitung. Das Ding ist ziemlich gut. Was ist das hier so für ein Ding? Ja, jetzt hier Trust Itself. Itself. Schon wieder beim Flaggen wegen Flaggenfeier. Porsche tippelt da hinterher in den Konvoi. Zwischen Dragonfire hängt Porsche, Kraftbuster. Versucht der Aston jetzt erstmal am. Er ist am Audi vorbei, im Pflanzgarten. Ja, das ist Henk Porsche, so eine Stärke. Schon hier durch. Und da dreht sich Dragonfire wieder fast raus. Da gab es gerade die Kollision mit Kraftbuster. Der Mann ist explodiert. Ja, einstecken musste im Prinzip nur Kraftbuster. Kraftbuster. Henk Porsche. Anrutschen. 6 Liter V12 mit 600 PS und 700 Newtonmeter. Auf 1200 Kilo muss auch kontrolliert sein. Ja, und der Motor macht hier unterwegs. Jetzt 10 nur. Alex wieder raus. Dragonfire jetzt auf 14 zurückgefallen. Jetzt als erster über die Ziellinie in die zweite und letzte Runde. 8 Minuten 31, dann Stoney Mahoney 8 Minuten 34. Auf der 2 GT Fury 8 Minuten 37. Auf der 3 Audi Hanau Mercedes 8 Minuten 38. Kingsfield, der Teamchef der KRG mit 8 Minuten 42. Aston Martin. Eben noch von 7 gestartet und jetzt. 5, wo ein Neo Grey gewesen ist. Ja, Kingsfield, der Teamchef der KRG, Vintage GT3.
Fahrzeug wie Henk Porsche. Er hatte aber das Glück, dass er nicht in diese Tumulte verwickelt gewesen ist, die vorhin da gewesen sind. Er hat aber jetzt gerade auch guten Abstand auf seinen Teamkollegen Oriana und Mercedes. Na gut, der Mercedes hat einen Vorteil. Auch nur ein einziger. Der Motor ist was kleiner, etwas leichter. Der Aston das bessere Fahrzeug ist. Wir fahren ja hier auf der Nürburgring 24 Stunden Kurs Variante. Variante, die wir hier fahren, gibt es bereits seit 2005. Die Runde beträgt 25,378 Kilometer, auf der derzeit gleichzeitig 170 Autos fahren können. 700 Fahrern. In den letzten Jahren ist auch die Zuschauerzahl von 50.000 auf 200.000 gestiegen. Jetzt sieht man mal, wie das 24-Stunden-Rennen hier an Beliebtheit gewonnen hat. Und in den letzten 10 Jahren, da gab es gerade den Witcher von Neil Gray, der versucht hatte, an Kingsfield vorbeizuziehen. Besser als die vorherigen jetzt. Und in den vergangenen 10 Jahren konnte sich Mantel ganze 4-mal die Gesamtmusik hier einfahren. Die Tommy Z4 steht nur 15. Wird für KRG BTT. Wobei das Auto das älteste Auto im Feld ist und gerade mal 480 PS hat, die trotzdem 460 Meter bei. Da gab es ihn raus, reagiert die Tommy, flog da raus. Da steht er jetzt erstmal. Gut und sicher da jetzt rausgekommen. Aber das kann ich nicht einfach nur schossen gefällt. Von Porsche. Also nochmal eine Position mehr verloren, ist jetzt nur auf 9. Weil da ist er jetzt gerade gut zurückgeflogen. Ja, 480 PS bei 460 Newtonmeter. Auf 1190 Kilo Kampfgewicht. Das ist das älteste Fahrzeug mit einem 4 Liter V8 von 2010. Wurde dann 2015 so rum, vom M6 GT3 abgelöst. Dagegen mit einem 4,4 Liter V8 Turbo aufgeladen von BMW M-Twin. Und der Mann ist gerade nach. BMW M-Twin Power Turbo Technology. Aufgeladen wird, leistet dann satte 585 PS, aber bei 1,3 Tonnen. Dann mit der C4 2013 und GTE. Dann können wir nur leicht im Schlenkern. Geschwindigkeiten von 120 sind da möglich, wenn man es richtig trifft und anfällt.
Zeit im Durchschnitt fällt man. Er rutscht auch raus. Er raus und putscht gegen die Leitplanke. Der GTT Flori führt jetzt. Der Mercedes-Pilot führt vor Stoney Mahoney. Der eigentlich die ganze Zeit geführt hat. Der Hengastelli konnte sich jetzt gerade noch mal begrüßen. Diana ist jetzt. Was da passiert? Stoney Mahoney ist scheinbar abgeflogen. Es ist nur leider auch kein Bild von der Regie. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hoffe, dass er das geliefert. Vor Rennende auf jeden Fall GTT Flori, der Mercedes-Pilot. Dann Hengastelli im Porsche. Dann der Audiana. Auch im Mercedes. Dann Kingsfield. Auf der ganzen Sippschaft zum ersten und dann Neil Gray. Dann Mars. Um 6 da nochmal runter jetzt auf 7 geschossen. Hier ist er. Gestartet ist, wo jetzt Hengastelli sitzt, der von der 1 gestartet ist. GTT-Flug, den haben wir auf der 8 gehabt vorher. Der führt jetzt. Und Hengastelli hängt jetzt ziemlich weit hinter GT-Flori auf der Döttinger Höhe. GTT-Flori fährt gerade auf die Zielgerade schon zu. Das ist krass. Von Platz 8 auf die 1 noch und da gewinnt er dieses Rennen in diesem Moment, und leider war die Kamera nicht auf GTT-Flori gerichtet. Der KGTT-Pilot im Mercedes gewinnt dieses erste Rennen hier. Hinter Hengastelli im Porsche und dann der Audiana auch im Mercedes. Und nochmal nach 8 Minuten 22 hier raus. Dann Don Marseille im BMW M6, dann Schastlisov im BMW Stoney Mahoney. Der Lamborghini Huracan Pilot für Ducati Lamborghini Racing Team GTT Tommy Z4 auf der 8. Ja, und da rollen sie jetzt langsam alle nacheinander aus. Hier noch in dem Mercedes Bild in dem BMW. Ja, es war ein sehr, sehr interessantes Rennen auf jeden Fall gewesen. Auf jeden Fall keiner mit gerechnet. Hengastelli nur auf der 2 noch gelandet. GTT Flori von 8 auf die 1 und hat dieses Rennen gewonnen. Fast ist er weg. Wir hatten ihn eigentlich gar nicht auf der Liste gehabt, so wirklich. Er war auf der 2 und dann gewinnt er das Ganze hier nicht. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Sagt mir, was kann ich besser machen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Wovon hättet ihr ganz gerne mehr gesehen, wo hätte ich noch mehr drauf eingehen sollen. Und hier unten könnt ihr einfach noch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr über Gran Turismo und andere Videos. Und überwiegend halt Gran Turismo, alles über Gran Turismo, Tutorials und mehr von diesen Commentaries, wenn euch das gefallen hat. Werden da in Zukunft auch noch mehr kommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und damit sage ich, ciao und haut raus.